Wir sitzen hier in einer 777 der Swiss und zwar heißt die HB, weil es eine Schweizer Registrierung ist, und JNC Juliet November Charlie, das ist die Registrierung, so heißt das Flugzeug. Flugzeug ist 4,9 Jahre alt, hatte den Erstflug am 21. April 2016 und ja, das ist hier die First Class. Die First Class der Swiss, eine sehr geräumige First Class, wie ihr seht, haben viele Funktionen. Das Bett übrigens ist 2 Meter lang, also für mich, der über 2 Meter groß ist, ist das schon eine super Geschichte. In meinen Augen auch von der Breite her sehr schön. Ich habe eben nachgemessen, wir haben extra ein Lasermessgerät mitgenommen, damit wir auch für euch genau wissen, wie breit das ist. Und was wir auch gemacht haben, wir messen den Lärm. Also wenn ich rede, wären es 75, wenn ich leise bin, sind es 70. Also ist doch relativ leise für ein Flugzeug. Wir werden das über die Zeit auch mal vergleichen, wie das in verschiedenen Flugzeugmodellen ist. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Die 777 ist ja ein Backbone, wie das so schön im Englischen heißt, der Swiss, ein Arbeitstier. Und wir sind ja auch mit dem Flugzeug quasi heute Morgen in Johannesburg angekommen. Insofern kennen wir das Flugzeug. Da saß ich aber quasi da, um die Ecke, auf der 2A hinten. Jetzt sitze ich hier, aber ich weiß gar nicht, ob ich heute Nacht auf der 1A schlafen soll, ob ich hier schlafen soll, weil wir sind alleine in der First Class. Das ist ein richtig geiles Feeling. Also Private Jet quasi in der 777. Das Schöne beim First Class Fliegen ist ja auch, dass das Ganze ein Genuss ist. Also nicht nur ein Genuss vom Sitz, den ich euch ja beschrieben habe, sondern auch vom Essen. Wer Fisch mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Es gibt den Lachs. Absolut super, habe ich mir sagen lassen. Ich selber esse nämlich keinen Fisch. Aber Bilder, ich weiß nicht, auf welcher Seite es eingeblendet wird. Also insofern, da werdet ihr das sehen. Es gibt auch Fleischplatte, es gibt Käse, es gibt Suppe. Also es war eine Kastaniensuppe, Maroni-Suppe, glaube ich, heißt das in der Schweiz, die ich gesehen hatte. Also super Sache. Es gibt Salat als Vorspeise, dann geht es weiter mit Rehbraten. Ich habe das gleich gemerkt, weil als man mir sagte, es gibt als geheimes Essen, quasi weil es nicht auf der Karte steht, gibt es Hamburger. Und ich habe einen Hamburger genommen, weil es einfach toll war. Ich habe auf dem Hinflug schon einen Hamburger gehabt, ich habe ihn auch am Rückflug genommen. Super gemacht, super lecker. Ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt, es gibt wirklich den Burger am Boden schon teilweise schlechter, als den wir hier bekommen haben. Also er ist super gemacht worden. Ich finde, ich bin nicht so der Fancy-Pansy-Typ, also das heißt, das Bodenständige gefällt mir und Hamburger ist einfach super. Würde ich für euch nicht jetzt noch was hier reden müssen, würde ich jetzt horizontal liegen und schlafen nach dem Essen. Aber was tut man nicht, damit ihr wisst, wie es hier ist. Abgesehen davon, Schoki. Aber wer es fancy haben möchte, kann von Sprungli. Ja, ich habe die Schoki schon, die ich mag, rausgenommen, aber es gibt noch andere, die ich essen mag. Ich überlege gerade, ich habe schon eine gefunden, die ich nehme. Die hier. Lecker. Also ich habe für euch jetzt jeden Sitz einmal ausprobiert, wie ihr gesehen habt. Alle Sitze sind 2 Meter lang, also insofern gibt es da keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist wirklich die Perspektive. Heißt also, wenn ihr alleine reist, empfehle ich euch, am Fenster zu sitzen, links oder rechts. Und da ist es natürlich dann immer so, je nachdem, wie man fliegt, dass man da natürlich die richtige, ja, Seite wählt. Wobei es aber nicht nur auf die Sonne ankommt von der Seitenwahl her, sondern auch, wo ihr landet. Weil wenn ihr landet und ihr habt auf der linken Seite nur Wiese, ist es ein bisschen langweilig. Wenn ihr aber das Terminal drauf haben wollt, wäre es natürlich spannend, wenn ihr dann auf der richtigen Seite sitzen würdet. Ja, die Mitte ist natürlich für Leute, die zusammenreisen, absolut super. Wenn ihr allerdings nicht alleine reist und andersrum, wenn ihr alleine reist und ihr seid auf dem Mittelsitz, dann könnt ihr, mache ich jetzt nicht, weil hier ein Tuch ist, weil sonst hätten wir hier einmal Klabberadatsch, könnt ihr hochfahren, ne? Also das heißt, ihr werdet auch hier getrennt, ungefähr in dieser Höhe. Ist halt dann mit rausgucken schlecht, aber ansonsten absolut zu empfehlen. Und ehrlicherweise, egal auf welchem Sitz ihr sitzt, alle Sitze sind top, bieten also dieselbe
Annehmlichkeitsstufe, also da gibt es keine Abstriche. Und wenn ich alleine reise und ich würde hier sitzen, ich würde hinten sitzen auf dem Mittelsitz, hey, es ist trotzdem ein geiles Erlebnis. Also da kann man echt nicht viel falsch machen bei den 8 Sitzen in der First Class. Eine Sache, worauf ich noch wirklich hinweisen möchte, ist, dass ihr aufpasst, wenn ihr fliegt. Also macht einen PCR-Test, wenn ihr losfliegt. Macht einen PCR-Test, wenn ihr ankommt. Schaut, wie ihr euch fühlt. Es hat aber auch nicht nur den Grund, dass ihr einen PCR-Test für eure Sicherheit oder die Sicherheit eurer Familie braucht. Ihr braucht ihn auch, wenn ihr reist. Auch wenn ihr teilweise nirgendwo einreist, es gibt Fluggesellschaften, wackelt ein bisschen. Ist hier wie auf dem Rodeo. Das ist hier, sind wir schon in der tropischen Konvergenzzone, wie das heißt, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall lassen wir uns nicht ablenken. Schaut einfach nach, dass ihr einen PCR-Test habt, damit ihr auch auf den Flügen mitfliegen könnt. Weil wenn ihr diesen PCR-Test nicht habt, dann könnt ihr nicht mitfliegen. Deshalb braucht ihr ihn also wirklich aus diesen beiden Gründen. Ich empfehle euch das. Ja, stay safe. Und immer FFP2-Maske. In Johannesburg braucht man keine FFP2-Maske tragen. Lasst es mich so sagen, ich hatte mehr Angst mit der Maske, dass ich damit irgendein Problem habe, als mit der normalen. Aber ich muss ehrlich sagen, die ich gekauft habe, ich habe da kein Problem mit. Und die ist genauso wie eine Stoffmaske, ist aber wesentlich sicherer. Und wenn man die halt wirklich modelliert ums Gesicht rum, schließt die zwar ab, aber sie ist immer noch so, dass man genug Luft kriegt und so weiter. Also insofern, stay safe und PCR-Test mit Maske nicht vergessen.